Hallo, ich möchte euch heute den Savotta LJK vorstellen. Das ist unser Flaggschiff, unser umfangreichster und technisch ausgefeiltester Rucksack, den wir anbieten. Zuallererst möchte ich euch ein bisschen was erzählen zum Material. Danach kommen wir auf die Funktionen, Tragemöglichkeiten und so weiter zu sprechen. Ja, der Rucksack hat 3,9 Kilogramm und ein Fassungsvolumen von ca. 80 Litern. Im nicht überpackten Zustand. Ich kann den Rucksack überpacken und damit komme ich relativ leicht auf 90 bis 100 Liter, je nachdem, wie ich ihn überpacke. Ich habe weiterhin am Rucksack natürlich die Möglichkeit, durch das Molle-System, das wir angebracht haben an verschiedenen Seiten, das zeige ich dann noch im Detail, weitere Taschen anzubringen, um das Volumen des Rucksacks dann dadurch entsprechend zu vergrößern. Ja, wir haben ein 1000D Cordura verwendet, was sehr, sehr robust und abriebsfest ist. Und das Besondere an unserem Rucksack oder eigentlich dieser ganzen Rucksackfamilie ist, dass wir die Innenseite des Materials, also nicht nur vom Rucksack an sich, sondern auch zum Beispiel von den zusätzlich erhältlichen oder in diesem Fall hier inkludierten, im Paketpreis inkludierten Taschen, das Material von der Innenseite wasserfest, wirklich sehr, sehr langlebig wasserfest beschichtet haben. Das heißt, der Rucksack ist an sich auch ohne Regenschutz ja sehr, sehr stark wasserabweisend. Ich möchte nicht wasserdicht sagen, aber es ist sehr, 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 sehr wasserabweisend und die Beschichtung hält sehr lange. Also die ist extrem langlebig. So viel zum Material des Gewebes. Wir haben hier ganz besondere Schnallen verwendet. Die Schnallen sind oder haben Militärstandard. Das heißt, die sind kältegeprüft bis minus 30 Grad, hitzegeprüft, sie sind schlagsicher, bruchsicher. Wir haben mit den Schnallen schon einiges veranstaltet, sie eingefroren, aufgetaut, zerschlagen. Also diese Schnallen halten sehr, sehr viel aus und die sind auch zum Beispiel, ich glaube, wir haben so bis 130 Kilogramm Zugkraft getestet, ohne dass bei den Schnallen irgendwas passiert. Das heißt, die Schnallen sind wirklich sehr robust. Das gleiche gilt für unser Molle-Webbing, was wir hier angebracht haben. Wir haben jede einzelne Molle-Schlaufe auf 100 Kilogramm Zugkraft getestet. Das ist wirklich sehr, sehr stark vernäht und gibt auch nicht so einfach nach. Insgesamt ist der Rucksack eine sehr, sehr langlebige Angelegenheit. Deswegen geben wir auch 10 Jahre Garantie auf den Rucksack, auf das Material, auf die Verarbeitung, dass da nichts schief läuft. Ja, jetzt kommen wir auf die Taschen zu sprechen, was der Rucksack so mit sich bringt. Wir haben bei dem Rucksack eine relativ klassische Aufteilung, das heißt, wir haben ein relativ großes Bodenfach und wir haben dann das obere Hauptfach. Das Bodenfach ist durch diesen Frontzugriff erreichbar mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss, zusätzlich gesichert durch diese Schnallen. Der weitere Vorteil ist, ich kann dieses Bodenfach, wenn ich möchte, im Inneren auch öffnen. Das heißt, ich habe dann ein großes, 80 Liter großes Hauptfach, wenn ich größere Gegenstände transportieren muss. Ansonsten kann ich es natürlich auch abtrennen, habe im unteren Fach zum Beispiel meinen Schlafsack und im oberen Fach meine Ausrüstung. An der Seite habe ich links und rechts Taschen mit einem elastischen Gummizug. Hier kann ich jegliche Ausrüstung verstauen, zum Beispiel eine Trinkflasche. Ich kann längere Gegenstände verstauen, die zum Beispiel hinter den Taschen angebracht werden. Eine große Axt, bis hin zu Skien, Stöcke, Stative, was auch immer ich da mitführen muss oder befestigen muss, kann ich an den Seiten fixieren. Wir haben jetzt hier das Beispiel, das sind die zwei mitgelieferten 6-Liter-Taschen, die im Lieferumfang des Rucksacks bereits enthalten sind. Die werden mitgeliefert. Die Taschen sind, wie gesagt, auch wasserdicht beschichtet aus dem gleichen Material, wie das Rucksackgewebe an sich auch gemacht, haben einen Zwei-Wege-Reißverschluss, sind sehr robust, können abgenommen werden, können zum Beispiel an die Front angebracht werden oder woanders, wenn ich diese Seite jetzt hier zum Beispiel brauchen sollte, weil ich eben was besonders Sperriges transportieren und befestigen möchte. Wir haben weiterhin an der Front verschiedene Schlaufen. Mit diesen Schlaufen kann ich einfach mit zusätzlichen Riemen, die ich nachkaufen kann, weitere Ausrüstung befestigen bzw. über diese Tasche zum Beispiel noch was fixieren oder an der Front wirklich einen Schlitten befestigen, größere Gegenstände befestigen. Da ist also wirklich der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ich kann diesen Rucksack wirklich als sehr, sehr individuelles Tragesystem nutzen. Das Gleiche ist natürlich auch an der anderen Seite, das heißt, ich habe das an beiden Seiten identisch.
Ich habe an den Seiten auch nochmal, wenn ich die Taschen jetzt abhabe und möchte andere Molle-Sachen anbringen, andere Molle-Taschen anbringen oder Tragesysteme, kann ich an den Seiten auch noch zusätzliche Taschen oder Aufnahmesysteme integrieren. Wir haben bei dem Rucksack einen relativ weit überlaufenden Deckel. Der Deckel hat oben auch nochmal ein Molle-System angebracht. Das heißt, ich kann zum Beispiel noch einen Schlafsack hier oben fixieren, eine Isomatte fixieren oder andere Ausrüstung fixieren. Sollte ich nicht diese Molle-Schlaufen nutzen wollen, habe ich hier nochmal Metallösen dran, die ich ganz flexibel nutzen kann. Ich kann hier vorne was dranhängen, ein Panel dranhängen. Ich kann diese Metallschlaufen nutzen, um eben einen Riemen durchzuführen. Ich kann es gerade mal zeigen, dann können wir uns auch die Rucksackrückseite mal anschauen. Ich habe auf der Rückseite nochmal die Möglichkeit, hier was im hinteren Bereich zu fixieren des Deckels. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was mir der LJK Modular bietet, um zusätzlich Ausrüstung an der Außenseite des Rucksacks anzubringen. Ja, da wir jetzt bei der Rückseite sind, können wir uns auch mal das Tragesystem angucken. Es ist wie gesagt ein Außengestell-Rucksack, was an sich viele Vorteile mit sich bringt. Ein Außengestell-Rucksack muss nicht unbedingt heißen, dass er sehr schwer ist. Das ganze Ding jetzt hier mit einem Fassungsvolumen von ungefähr 80 bis 100 Litern wiegt ganze 3,9 Kilo mit den Seitentaschen. Und dieser Rahmen an sich, der ist wirklich sehr, sehr robust, aber auch sehr, sehr leicht. Und der Vorteil ist, die Kraft oder die Last wird super auf den Hüftgurt, auf die Schultergurte übertragen. Also ich habe bei dem Außenrahmengestell-Rucksack eine ideale Kraftübertragung. Ein weiterer Vorteil ist, ich kann natürlich auch im Bedarfsfall den Packsack relativ einfach vom Rahmen lösen und kann relativ sperrige Ausrüstungsgegenstände nur mit dem Packsack, mit dem Metallrahmen an sich transportieren. Zum Beispiel mit verschiedenen Riemen fixieren. Lass den Packsack los und habe wirklich ein sehr, sehr, ja, individuell anpassbares Tragesystem. An sich kann ich bei diesem Tragesystem, was wir hier haben, die Höhe natürlich variieren. Das heißt, ich kann die Höhe des Tragesystems auf meine Rückenlänge optimal anpassen und ich kann auch die Weite der Schultergurte an mindestens zwei Positionen anpassen. Das heißt, ich kann, wenn ich ein bisschen breiter gebaut bin, die ganzen etwas nach außen mehr legen und wenn ich eben ein bisschen schmaler gebaut bin, kann ich die etwas verengen. Ansonsten haben wir hier gepolsterte Schultergurte, die wirklich sehr, sehr robust sind. Wir haben hier im Rückenbereich kein Mesh verwendet. Wir haben hier ein sehr robustes Material und dadurch, dass der Rücken an sich durch das Rahmentragegestell, durch diesen Außenrahmen schon einen gewissen Abstand hat zum Packsack, brauche ich nicht ein Meshgewebe. Das heißt, hier ist automatisch dadurch, dass ich diesen Rahmen habe, für Ventilation gesorgt und ich habe natürlich schwitzig, wenn ich den Rucksack trage, aber das Material klebt nicht am Rücken, wie man das kennt von Rucksäcken, die relativ eng anliegen. Da brauche ich dann ein Meshgewebe, um das relativ angenehm noch zu gestalten. Ja, wir haben, was extrem wichtig ist, hier unten einen relativ robusten, starren Hüftgurt. Das Tolle an dem Ganzen ist, dass der Hüftgurt eine gewisse, man sieht es hier, Flexibilität mit sich bringt. Das heißt, der sitzt nicht steif auf der Hüfte, sondern wenn ich im schwierigen Gelände mich bewege, hat er ein bisschen Bewegungsspielraum. Das heißt, der ganze Packsack sitzt sicher auf der Hüfte, aber er drückt mir nicht meine Hüfte nach links und rechts, sondern der hat so einen gewissen Spielraum und das ist immens. Also das ist ein ganz, ganz großes Komfort-Plus-Vorteil, was mir so ein Tragesystem bieten kann. Zum anderen haben wir hier ein Kissen drinne im unteren Hüftbereich, was eben für entsprechend Support und Unterstützung sorgt, dass ich hier auch im unteren Rückenbereich bequem gepolstert bin. Eine Besonderheit, was viele unserer Rucksäcke haben, ist eben diese Metallschnalle. Mit dieser Metallschnalle, die absolut frostsicher ist, kann ich den Rucksack bzw. den Hüftgurt mit einer Hand relativ einfach fixieren und ich, was auch sehr wichtig ist, kann ihn mit einer Hand relativ sicher und schnell auch eben wieder lösen. Ganz wichtig, diese Schnalle ist nahezu unzerstörbar. Also diese Story, dass dann irgendwann einmal die Hüftschnalle wegplatzt, gehört mit dieser Metallschnalle dann auch der Vergangenheit an. Ich habe natürlich Lastkontrollriemen im oberen Bereich, die ich frei einstellen kann, je nach meiner Rückenlänge, meiner Körpergröße, kann ich das anpassen, wie ich es brauche. Und ich habe natürlich auch die Lastkontrollriemen hier im Hüftgurtbereich. Das heißt, je nach Geländeform, wenn das Gelände schwierig ist oder anspruchsvoll ist, dass ich den Packsack nah am Körper brauche, kann ich die relativ gut fixieren. Das heißt, der Packsack mit dem Rahmen sitzt
sehr eng am Körper und wenn das Gelände eben ein bisschen einfacher ist, kann ich die Lastkontrollriemen etwas lösen. Dadurch sitzt das Ganze etwas lockerer und ist ein bisschen angenehmer zu tragen und ich habe den Hauptteil der Last eben fast dann nur auf der Hüfte. Jetzt gucken wir uns natürlich nochmal ein paar weitere technische Details an. Ich habe auf der linken und auf der rechten Seite jeweils einen Durchlass für einen Schlauch von einem Trinksystem, je nachdem, ob ich es gerne links oder rechts haben möchte. Der Deckel an sich sieht man von der Seite besser, hat innen nochmal Ösen. Damit kann ich auch nochmal Ausrüstung an der Innenseite des Deckels befestigen. Und hier habe ich nochmal für den Notfall als Backup zusätzliche Metallschnallen. Falls wirklich mal was passieren sollte und mir eine Schnalle kaputt geht, eine Plastikschnalle, eine Kunststoffschnalle, dann kann ich die mit einer Metallschnalle oder durch eine Metallschnalle ersetzen für den absoluten Notfall und als Backup. Wie gesagt, wir haben rundherum ein Molle-Webbing angebracht. Das ist nicht nur auf der Vorderseite, sondern eben auch an den Seiten links und rechts. Wir haben hier nochmal eine Schlaufe, um Trekkingstöcke oder andere Gegenstände zu fixieren auf der Rückseite. Und jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf die Unterseite. Hier haben wir auch nochmal ein Molle-System, wo ich zusätzliche Ausrüstung befestigen kann, wie zum Beispiel eine Isomatte oder andere sperrige Gegenstände, ein Zelt zum Beispiel, das ich hier unten fixieren kann. Das ist unser LJK Modular mit ca. 80 Litern und 3,9 Kilogramm Gewicht.